Moin, hallo und willkommen zurück zu Dinkum in einer, ja, wie soll man sagen, ich versuche mal eine Schnellaufnahme nochmal hier. Denn heute muss eine Episode raus und ich habe es bisher nicht geschafft. Ich habe auch noch so viel Chaos hier drin, sehe ich gerade. Oh, super. Habe ich natürlich alles wieder hinterlassen. Ja, gucken wir mal, was haben wir denn heute? Tree Stumps, Shells, einen Job erledigen, okay. Ja, guck mal, wir müssen das Hühnergehege noch fertig machen. Ich muss aber erstmal gerade gucken, dass ich das Zeug hier reinschmeiße. So. Bienen habe ich noch, die könnten wir vorbereiten. Ich muss mal gucken, wo. Wo könnten die Bienen hin? Was brauche ich denn für die Bienenhäuser überhaupt? Habe ich da überhaupt genug Material für? Dass ich die Bienen aus meinem Inventar wieder rauskriege? Es wäre toll, wenn man die irgendwo anders reinpacken könnte zwischendurch. Bienenhäuser. Hardwood Planks habe ich. Ach, habe ich schon ein bisschen was vorbereitet? Da war ich ja schon am Gange. So, wir brauchen noch Spinifex, Tuft. 6 Stück. Und ein Iron Bar. Kann ich noch ein Iron Bar craften? Wahrscheinlich nicht, weil. Genau. Reicht nicht. Okay, warte mal, die Kamera. Hatte ich noch einen Auftrag? Warte mal. Ein Thunder Egg, ja. Ob ich da eins finde, weiß ich natürlich nicht. Das kam ja so runtergeschossen und ich weiß halt nicht genau, wo, wann und wie. Da muss ich noch mal gucken. Ist hier noch irgendwo Eisen? Hier kann ich noch was wegnehmen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte dein. Ja, 3 Stück, das passt. Okay, gut. Die sind alle da hinten in der Ecke, ne? Der blieb gefuttert? Nee. Der ist da. Ich muss den eigentlich mal rüberziehen auf die andere Seite. Das haut so nicht ganz hin, weil ich habe das Gefühl, der futtert nicht. Ich guck mal gerade nach Animal. Haven. Hat gegessen. Hat einer von denen nicht gegessen? Die haben alle gegessen. Okay. Und sind schon alle voll. Oder essen die da, wo gerade was frei ist? Kann natürlich auch sein. Muss mal gucken. Na gut, dann gehen wir erstmal zurück. Spinifex Tuft. Habe ich so nicht mehr am Start. Achso, das muss auch noch fertig machen für Clover. Hier siehst du. Oh je. Da muss ich nochmal gucken. So, was machen wir denn jetzt? Erstmal Grünzeug weg, dass ich ein bisschen Platz im Inventar kriege. Ich hätte gerne so einen Null-Slot oder so einen Leerslot, dass du einfach rausscrollst und dann hast du erstmal gar nichts in der Hand. Das wäre auch nicht schlecht. So, gucken wir mal. Einlagern. Das ist kein Platz mehr, ne? Nee. Ich hätte auch hier Bananen sammeln können, ist mir eingefallen, weil ich habe ja hier Bananen. Da hätte ich nicht so weit laufen sollen, ne? Müssen. Da ist noch mehr Eisen. Das mal gleich mit. Die Äpfel wollte ich zwar nicht, aber. Jetzt nehme ich alles mit, ist egal. So. Upp. Dann lagern wir das drüben noch ein. Dann machen wir gerade noch einen Iron Bar fertig und Spinifex Tuft muss ich nochmal besorgen. Da habe ich nichts mehr. Da können wir die Biehäuser auch noch aufstellen. Die sind auch schon wieder voll hier. Upp. Da haben wir nämlich nur noch einen, genau. Das wird nicht reichen. Das kann ich, glaube ich, zurückräumen. Hatte ich Fieldgrass nicht mehr? Da muss ich nochmal nachschauen. So, ich brauche mal gerade Eisen, weil wir müssen gerade ein Eisenbarren schmelzen. Der Rest geht erstmal alles hier rein. So, dann haben wir da ein bisschen Platz. Genau. Das Fleisch kann ich noch kochen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mitgenommen habe hier. Der Rest geht hier rein. Okay, so langsam wird es ja wieder. Erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Huch. Das können wir verkaufen, den Schmetterling. Kamera, ja gut, da muss ich gucken. Spinifex Tuft müssen wir erst besorgen. Das machen wir jetzt als erstes, damit ich das Inventar leer kriege. Damit ich das Inventar leer kriege. So. Spinifex Tuft. Wer ist noch zu Besuch?
Melvin? Oder Sheila? Melvin ist sowieso, okay. Hier mal kurz Hallo sagen. Hey Melvin. Ja. Lass uns reden. Worüber willst du reden? Brauchst du was? Oh, you have a mining license, right? Ja, ich habe eine Minenlizenz. Think you share me out and wrestle up a copper bar? Krieg ich hin. Mach ich. Mach ich. Okay, gucken wir mal. So, erstmal Spinifex Tuft, gehen wir in die Wüste. Ganz schnell dahin. Ich hätte die Sense mitnehmen sollen, das wäre besser gewesen. Mist. Ja, dann muss ich die Spitzhacke nehmen. Die Spitzhacke, sag ich schon, den Kopperspear. Egal. So, Muschel muss ich noch sammeln. Kann ich gleich am Rückweg machen, dann habe ich das auch gleich weg. Hier. Spinifex Tuft. Ich nehme mal gerade mit, was ich so kriegen kann. Auf die Schnelle, das Ohr lasse ich mal gerade liegen. Ich bin nur gerade hier, um das zu holen, was ich brauche. Dann bin ich auch schnell weg hier. Denn ich will da oben heute ein bisschen weiterkommen. Und ja, da müssen wir mal schauen, was ich noch machen kann hier, ne? Erstmal versuche ich die Episode gerade fertig zu machen für nachher, für euch. Ich muss mich heute noch online gehen. Ich hoffe, das geht rechtzeitig, weil im Augenblick, das läuft alles drunter und drüber hier. Das ist nicht so nice. So, hier ist ein ordentliches Bündel. Wie viel habe ich jetzt? 14. Wie viel brauche ich noch? Ich weiß gar nicht. Vermehrt sich das eigentlich automatisch hier? Kann man das wieder anpflanzen? Weiß ich gar nicht. Ist ja lustig, wenn sich das dann vermehren würde, da wo man es gerade hat. Dann könnte ich mir was vor Ort vielleicht hinstellen. Wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich die wieder hinstellen? Nein, kann ich nicht. Okay, alles klar. Frage beantwortet. Na komm schon. Mal gucken, dass ich hier keinen anhucke. 30. Ja, das reicht erstmal, oder? 38. Ach komm, wir nehmen noch ein bisschen was mit. Wenn wir gerade hier sind. Bisschen zu viel als zu wenig. Blumen muss ich eigentlich noch sammeln. Ich mag die Blumen hier eigentlich. Die sind ziemlich schick. Die Desert Peas. Noch ein paar mit, wir müssen sowieso noch ein paar Blumen haben. So. Dann nehme ich den noch mit, dann muss es reichen. Dann geht's zurück. Und dann. Na komm schon. Okay. Das packen wir weg. Dann, da kommen die nehmen auch noch mit. Damit ich ein paar Blumen habe hier. Ich weiß noch nicht genau. Die Blumen könnte ich auch so hinpflanzen. Ich mag das natürlich gerne, wenn das so in so einem Blumenständer drin ist, aber mal gucken. So, wie viel muss ich mitnehmen? 9? 9 Shells verkaufen. Wie viel habe ich? 4. 4? Jetzt sollte ich genug haben. Wie so ein Staubsauger, einfach alles aufsaugen. Okay, das muss reichen. Ach ja, es wäre schön, wenn die Musik ein bisschen öfter kommen würde. Die ist ziemlich chillig eigentlich. Die mag ich. So. Und wieder zurück. Dahin. Jetzt, wo die Teleporter aktiv sind, das ist mal nichts angenehmer, muss ich zugeben. Müssen wir mal gucken, dass die dann Sachen fertig machen. Jetski haben wir ja auch schon. Hier würde ich gerne noch was fertig machen, aber dann müssen wir da drüben nochmal umbauen. Ja, das Freilandgehege, was ich hier gebastelt habe, das ist auch nett, aber mit der Zeit despawnt halt alles, ne? Es tauchen zwar neue auf da drinnen, aber auch nicht wirklich viele. Das ist ein bisschen doof. So, wir machen das mal die Bienengehege fertig, damit ich die loswerde hier. Damit wir da was schaffen können. Einen Job erledigen, genau. Einen Barren brauche ich noch für Melvin. Und Tree Stomps. Habe ich noch einen Barren dabei? Ne, da muss ich gerade einen schmelzen. Okay, das kriegen wir hin. So, einen Barren für Melvin.
Spinifex Tuft können wir da noch einspeisen. Wie viel brauchte ich davon jetzt noch? 6 Stück, ne? Glaube ich. So. Okay, 3 Stück noch craften. Perfekt. Siehst du, alles verbraucht. Passt genau. Den Barren für Melvin. Einen Tank würde ich gerne mal bauen, aber da brauchen wir ein bisschen mehr Eisen. Ich glaube, ich werde mal bei Gelegenheit wieder in die normale Mine gehen. Die andere reicht mir erstmal da, wo ich umgefallen bin. Das war nicht so nice. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Auch nicht drauf geachtet. Das ist das Problem wahrscheinlich gewesen. Ach, siehst du, ich habe meine. Dann ist jetzt ja nicht fertig gemacht. Warte mal, hier haben wir. Bis hier. Ich bräuchte einen Dirt Printer. Dirt Printer wäre ganz nice. Dann könnte ich nämlich hier noch ein bisschen was anbauen. Eine leichte Erhöhung bis hier so. Und dann könnte ich die hier hinsetzen. Das wäre nicht schlecht. So, wäh. Jetzt springe ich natürlich genau in den Graben. Was hatte ich hier? Achso, hier muss ich auch noch aufstehen. Ja, siehst du, der Dirt Printer ist wichtig, aber das braucht mal Geld. Wir haben 5.290 davon. Geld haben wir 99.000. Ist nicht viel. Ist echt nicht viel. Wir müssen mal wieder ein bisschen Geld drucken, ne? Tja, wo baue ich die hin? Kann ich die eigentlich abbauen? Warte mal, ich gucke mal bei mir, ob ich die abbauen kann. Ohne dass ich die Bienen da rauskloppen muss. Das wäre nämlich nicht so schön. Gucken wir mal, alles probieren und studieren. Erstmal kann ich nicht draus machen. Das ist schlecht. Das heißt, wenn ich die Bienenhäuser abbaue, dann gehen die wahrscheinlich kaputt bei meinem Glück. Ja, muss ich mal gucken. So, ich muss mal schauen, was ich hier eigentlich noch alles habe, was ich noch verkaufen kann. Ich habe eigentlich so viel Kram, den ich eigentlich verkaufen kann. Kriege ich bestimmt auch noch mal ein bisschen Kohle raus. Andererseits will ich dann noch verarbeiten, ne? Für Essen und so, weil Essen ist schon alle. Da müssen wir mal gucken. Okay, wir bringen das mal gerade zu Melvin. 2 Stümpfe müssen wir gleich mal gucken. Dann habe ich die Dailies für heute schon wieder fertig. Dann, ja gut, die Bienen habe ich jetzt frei. Das heißt, ein bisschen Platz habe ich im Moment, ja. Muss mal gucken. Ich muss die eigentlich aufbauen, aber wenn das so noch nicht hinhaut, dann lasse ich das lieber. So, erstmal zu Melvin. Bevor ich das vergesse. Ja, das in dem Foto sieht schlecht aus im Augenblick. Ich weiß nicht genau, wo ich da suchen soll. Wollte mich Melvin gerade nicht einlassen? Hey Melvin. Yep. Lass uns reden. Das für dich. Oh, hier von der Kobberbar? Ja. Hier. Ultimate. Ja, too good. Bist zu gut, okay. Thanks, you should take this. Dankeschön. Trashbin. Oh, nice. Mach's gut. Trashbin können wir hier aufbauen. Nice. Wir kriegen langsam Deko. Langsam, was ich. Achso, wir müssen schon noch die ganzen Muscheln verkaufen. Hey John. Willkommen zu John's Goods. Wie kann ich dir helfen? Lass uns was verkaufen. Ich, und zwar, beziehungsweise ich dir verkaufen. Das hier, damit ich ein bisschen Platz im Inventar kriege. Ist das in Ordnung? Ich hoffe mal. Mal sehen. 1606, ja, okay, gut. Okay. Können wir mal ein bisschen quatschen, dass wir hier ein bisschen die Herzchen noch kriegen. Lass uns reden. Wollen wir reden? Gibt's was Neues? It's become very obvious that you are my favorite customer, Mario. Es ist sehr offensichtlich geworden, dass du mein bester Kunde bist. I would offer you a discount, but my brother is actually in a bit of debt at the moment and he really needs the dings. Ich würde dir gerne einen Discount anbieten, aber mein Bruder ist gerade in, er hat ein wenig Schulden zurzeit und er braucht die Dings. But just remember that I was thinking of it, okay? Aber erinnere dich daran, dass ich, habe ich, dass ich mir das überlegt hatte oder dass ich daran gedacht habe, okay? Mach's gut. Das war ein sehr guter Scherz. Wir können mal Flash mal gerade reingucken. Ich habe 5.000, aber das reicht nicht, ne? Das ist 9.000, ist glaube ich, ne? Wenn ich einen Rabatt haben will, 15% oder so. Hier Flash. Lass uns mal gucken wegen Lizenzen. 6.000, 7.000, 9.000 kostet die Lizenz. Das ist die letzte. Die nächste wäre 7.200, das würde eine Weile dauern.
Pocket Slots würde ich auch gern machen. Aber da muss ich nochmal schauen. Ich würde erstmal die höchsten jetzt weg versuchen zu ballern hier, damit ich Platz kriege. Achso, können wir noch irgendwas Deeds-mäßig machen? Aber wahrscheinlich habe ich kein Geld mehr, ne? Muss mit der Stadt reden. Kann ich Deeds sehen? Nur noch ein Haus-Deed haben wir hier, ne? Wie teuer ist der? 95.000. Könnte ich bauen. Beziehungsweise kaufen, aber dann bin ich pleite. Ne, machen wir noch nicht. Ah, du hast hier die Meinung geändert. Okay, ja. Mach's gut. Ich hab's mir anders überlegt. So, wir können mal gerade gucken, was wir hier brauchen. Holz, Holz, Kupfer. Okay, das kriegen wir eigentlich alles hin. Müssen wir nachher mal gucken, dass Clover hier einziehen kann. Ich bin gerade überlegen, da haben wir das. Hier würde ich gerne noch was hinbauen. Dann würde ich, wo baue ich denn als nächstes hin? Baue ich da noch was dran? Naja, würde ich eigentlich nicht mehr machen. Ich würde dann eher auf der anderen Seite gucken. Wie machen wir das denn? Da ist der Besucherplatz. Ich würde hier hingucken, ob man was bauen kann. Hier, hier. Hier ist ja noch ein bisschen Platz. Dass das noch ein bisschen erschlossen wird. Und ich muss das hier mal aufbuddeln, dass wir hier mal Wasser reinkriegen. Da muss ich noch mal schauen. Viele auch so ein kleines Flüsschen haben, so ein, dass das hier so ein bisschen, wie soll man sagen, mit Wasser umschlossen ist oder mit eingebunden ist. Da muss ich aber das hier noch mal umbauen. Das Wildtiergehege ist noch nicht so nice. Da muss ich mal gucken. Es wäre toll, wenn man auch noch custom-made-mäßig was bauen kann. Das gibt's bestimmt. Da hat bestimmt der eine oder andere von euch schon was gebastelt. Gehe mal stark davon aus. Oder ausprobiert. Das will ich eigentlich auch noch machen. Da muss ich mal gucken. Also der Dirt Printer. Was brauche ich für den Dirt Printer? Außer die Dings. Herr Franklin, was ist hier? Eine Tiki Torch. Oh ja, nice. Her damit. Schon sind wieder 5000 Dings weg. Jetzt habe ich eine Tiki Torch gelernt. Der Dirt Printer. Was braucht der? Erstmal 300.000, das weiß ich. Bright Wire 3, Opale. Ich track das mal und guck da mal nach. Dankeschön. Mach's gut. Ich könnte natürlich noch die restlichen CDs verkaufen, ne? Dann bin ich die los. Dann kriege ich noch ein bisschen was rein, aber es reicht halt nicht, um das fertig zu machen, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele CDs habe ich verkauft? 20 immer ungefähr für 200.000? Ich glaube ja, ne? Gucken wir mal. Wir brauchen Opale. Warte mal, Opale sind hier. Ich suche mir das gerade mal zusammen. Dann lege ich das drüben wieder in die Fertigbox. Iron Bars, 6 Stück. Okay, das wird nix. Greenboard. 1. Wires 3. Hot Cylinder 5. Ne, 2. Also bin ich bei 5. Achso, 5 Gold Gears, okay. Okay. Ja, fehlen nur Iron Bars, ne? Die ich nicht liefern kann, weil ich Eisen ist schöner aus. Ja gut, wir müssen gucken. Wir müssen dann wieder sammeln gehen. Ich mach mal hier die Sachen rein. Ich hoffe nur, ich trinke dran. Ich packe das hier wieder rein und dann vergesse ich sie da, wie immer. So, okay, das ist drinne. Dann kommt hier erstmal Tuft rein wieder. So. Das ist noch grünes Gemüse, das können wir rüberpacken. Zu Platten machen. Axt brauche ich eigentlich erstmal nicht mehr. Wofür bräuchte ich die denn eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Kamera. Ja, gut, weiß ich nicht. Das Problem ist, ich finde das glaube ich nicht. Ich nehme sie erstmal mit. Ich glaube auch nicht. Das Telepad würde ich gerne aufbauen. Ich weiß noch nicht genau wo. Vielleicht an meinem Haus. An meinem Urlaubshaus oder so. Das habe ich mir noch nicht überlegt. So, was machen wir denn jetzt? Ist anders besucht, das heißt, Ted ist heute nicht da. Ich würde gerne den Yellowtun eigentlich gerne behalten, anders als müsste ich den einfach verkaufen, weil ich brauche Knete, ne? Ich könnte eigentlich mal ein bisschen Essen vorbereiten. Ich weiß nicht, wie viel ich für Essen kriege. Essen ist bestimmt auch ziemlich viel wert. Erstmal gießen eine Runde. Was ich gerne mal gucken wollen würde, hier mit den. Na komm schon. Mit den Pflanzen. So.
So, dass ich das hier noch alles fertig kriege. Na komm schon. So. Gut, gut, gut. Das haben wir fertig. Oh, Tomaten sind fertig. Nice. Oh, wo komme ich da? So, eine Reihe weiter. Sehr gut. Tomaten, Tomaten könnte ich halt verkaufen, aber Tomaten sind glaube ich nicht viel wert, oder? Kann ich Tomatenketchup herstellen vielleicht? Aus sonnengereiften Tomaten. Aus meinem Garten. Alter, guck mal, wo die hinfliegen. Tomaten. Jetzt liegen sie auf dem Nachbar, auf dem Nachbarfeld. Ich sehe die nicht mal. So. Ich muss drüben auch gleich noch gießen. Und ich muss das Buch mal gerade mitnehmen, wie lange unser Mighty Seed noch braucht hier. Komme ich da irgendwie an die Tomate ran? Wäre alles weg jetzt? Ich hoffe es mal. 53 Tomaten? Waren das nicht 54? Ich wollte gerade sagen, hier ist einer abhanden gekommen. Okay. So, ja, die Plebs sind weg. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen tragisch aus jetzt hier. Die Mangroven, ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert. Das ist zwar nach unten gegangen da. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Vielleicht muss ich mehr am Wasser haben. Oder es dauert halt einen Monat, bis da mal was passiert. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß noch nicht mehr, wann ich das gemacht habe. So, hey Franklin. Hier, nein, wir haben das Buch vergessen. Toll. Ist da was gewachsen? Das sieht aus, als wenn das gewachsen ist. So, langsam kommt ja ein bisschen was zusammen hier, ne? Ne, der ist noch nicht gewachsen, oder? Ich glaube nicht. Der glänzt noch nicht. Ach, die sind ja bewässert. Die sind ja nass. Aber die nicht. Ist ja nur ein Radius. Okay. Das heißt, da muss ich noch nachgießen. Okay. Das habe ich auch nur provisorisch gemacht, damit ich hier was habe. Das funktioniert schon ganz gut. Ich muss die auch aufwerten. Das heißt, ich brauche Eisen. Boah, das ganz schön hart wird, ne? Wenn ich Eisen brauche für gerade mal zwei Felder ringsrum, dann muss ich ja überall Sprinkler setzen. Das ist ein bisschen krass dann. Aber gut, man will ja langsam dahin kommen, dass das fertig wird. Wobei, es gibt Agrarfahrzeuge. Ich frage mich, ob du nachher so riesige Felder aufbaust, so wie diese Insel jetzt hier zum Beispiel. Und fährst du nur mit dem Trecker einmal drüber. Das wäre natürlich krass. Tomaten? Ach nee, kann ich nicht mehr verkaufen. Schon 6 Uhr, ist egal. Ich werde, glaube ich, mal ein bisschen Gemüse. Wobei, wenn ich es koche, glaube ich, ist es mehr wert. Das heißt, ich mache ein paar Gerichte fertig dann. Mache ich das jetzt? Komm, wir machen das jetzt noch. Der Tag ist sowieso schon herum, ist schon am Eimer. Ich habe ja nichts geschafft, wie immer. Ich habe nur rumgehört. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die Sachen gesammelt. Ich habe die Bienenhäuser gebaut, vorbereitet. Die müssten wir eigentlich setzen. Aber wir haben keinen richtigen Platz dafür. Ne, ich pack die erstmal weg. Ich habe keine Lust, jetzt hier die nachher zu setzen und dann geht das nicht. Ich pack die erstmal. Oh boy, wo packe ich die hin? Die Kiste ist voll, ne? Dann pack's hier rein. Ich muss das irgendwie ein bisschen beisammen halten, in der Hoffnung, dass ich das wieder finde. Das Grünzeug packe ich drüben hin. Die Jacarandas würde ich gerne drüben pflanzen, wo ich dann die Bank hinsetze. Da brauche ich brauch die Dirt Printer. Das ist im Grunde genommen das, was ich brauche. Das heißt, wir machen jetzt ein bisschen Essen fertig. Da müsste ich mir eigentlich alles in die Tasche stopfen, ne? Ich habe keine Bananen. Ich muss zur Bananenplantage. Jetzt brauche ich Bananen. Jetzt kann ich zur Bananenplantage gehen. Und dann kommt wieder ein Auftrag, du musst Bananen sammeln. Dann stehe ich wieder da und habe die Plantage leer gekommen. Ich habe die Plantage bisher zwar gepflanzt, aber noch nie abgeräumt, ne? Könnten wir eigentlich mal machen. Das war alles mitnehmen. Aber damit ich es habe. Jetzt geht erstmal wieder mein Lüfter hier durch die Decke. Dass wir hier ein bisschen was haben. Dass, wenn wir was abgeben müssen oder sammeln müssen, dann haben wir das. Ich muss die Plantage noch größer machen. Wenn ihr wirklich so eine riesen Plantage gebaut habt, dass ihr ein Viertel der Karte braucht oder sowas. Uff. Ist natürlich cool, weil du brauchst dann im Grunde dann nichts mehr, ne? Aber, ja. Gucken wir mal. So, ich nehme die Sachen erstmal mit. Da noch mitnehmen. Guangdong. Siehst du, ich habe Roadrunner nicht gefüttert.
Der ist auch schon total pisst eigentlich. So wenig wie ich den fütter, den muss ich auch mal woanders hinsetzen, glaube ich. Da, der sitzt da hinten am Ende irgendwo in die Ecke gestellt. Und da ist halt nichts. So, hier haben wir Bananen. Muss mal gucken, wie viel bei rumkommt jetzt gleich. Dann sehe ich ungefähr, ob sich das lohnt, die Plantage, oder ob ich es größer machen muss. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das dauert, bis das wieder gewachsen ist, ne? So, Äpfel. Habe ich alles mitgenommen hier? Ich sehe nichts. Bananen. Bananen kommen nicht so viel raus, ne? Da brauche ich definitiv mehr. Das wird mich, glaube ich, nicht reichen. Okay, wir haben alles mitgenommen. Also, 16 Kaktusfeigen ist zu wenig. 18 Bananen ist auch zu wenig. Das ist viel zu wenig. 48 Äpfel sind gut. Damit kann ich schon was anfangen. Ja, das heißt, wir brauchen mehr. Oh, Backe. Ja, dann. Das ist aber blöde. Müsste ich das hier noch weiter ausbauen oder umbauen? Ich wollte das eigentlich so lassen. Ich muss es echt umplanieren nachher hier. Das muss weg. Das ist nicht so cool. Dann könnte ich den Dirt natürlich abbauen und dann da unten benutzen, ne? Wenn ich das alles dem Erdboden gleich mache. Uff. Dann könnte ich die Plantage nochmal verdoppeln, eventuell. Die Mine ist dann in der Plantage, aber das ist okay. Ja, werde ich wohl machen müssen, glaube ich. Platt machen ist kein Problem. Ich würde es aber gerne umschiffen. Aber umschichten, das ist ein bisschen schwieriger. Mist, jetzt ist Roadrunner Panning gegangen. Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Ist egal. So, wir haben das. Ne, wir haben das Zeug nicht weg. Wir sammeln jetzt alles ein und kochen eine Runde. Und dann gucken wir mal. Wo habe ich Leim? 21. Ja gut, 21 ist schon ein bisschen besser, aber noch nicht perfekt. Kokosnüsse. Kartoffeln. Ich habe keinen Platz, ne? Jetzt war ich drüben und habe das Grünzeug nicht weggeräumt. Ich Vollidiot. Das können wir noch verarbeiten, ne? Seaweed habe ich auch noch. Habe ich noch gar nicht getestet. Was ich damit machen kann. Gucken wir mal. It's grassy. Ja, komm, wir machen das gerade mal drüben rein. Und zurück wuseln. Dann kochen wir gerade noch ein bisschen und dann muss das reichen für heute. Muss mich ein bisschen ranhalten gerade. Ich würde gerne noch mehr aufnehmen. Ich mache das später dann. Dass ich dann hier, ja, direkt weiter aufnehme. Das kommt da rein, das kommt da rein. Dann ist das dann alles weg. Denn ich muss ein bisschen was im Voraus aufnehmen. Ich brauche ein bisschen mehr Episoden im Voraus jetzt hier. Das heißt, ich kann auf eure Kommentare nicht ganz so schnell wieder eingehen wie sonst, weil ich das ja immer kurzfristig gemacht habe, ging das. Aber ich schaffe das halt einfach nicht mehr. Ich bin hier den Dreivierteltag nur am Rotieren und ja, das wird zeitmäßig wird das echt ein Problem. Und ich will aber trotzdem gerne das weitermachen. Das heißt, ich muss irgendwo einen Mittelweg finden. So, wir gucken mal. Was können wir denn alles kochen? Nichts. Fleisch brauche ich noch. Okay, brauche alles Fleisch oder wie oder? Fleisch und Drumsticks und Flake. Jetzt habe ich ja doch wieder alles voll. Da ist noch ein Holzlock. Können wir den mal wegpacken gerade? Ich den denn mitgenommen? Dann, ich muss gerade mal Platz machen. Das geht nicht anders. Ich brauche Platz hier, sonst kann ich hier nichts craften. So. Okay. Jetzt aber. Jetzt können wir ein bisschen mehr machen. Da brauche ich Raw Prime Meat und Pumpkin. Habe ich beides nicht. Flour, Sugar, Chicken. Ah, das reicht nicht. Ich brauche ein größeres Inventar. Das gibt's doch nicht. Kaktusfeige brauche ich nicht, wahrscheinlich nicht. Deswegen habe ich die jetzt rausgepackt und das bringt mir nichts. Käse. Ne, warte mal. Milch. Nehme ich das mal da. Flour. Stimmt, irgendwer hat mir das gesagt gehabt. Ich habe das schon vergessen, dass ich den Käse zu einem Nadelnkäse machen kann.
wenn ich den brauche. Brauche ich normalen Käse oder Käse? Ich weiß gar nicht mehr. Ich guck mal, jetzt habe ich so viel im Inventar. Wahrscheinlich passt es nicht ganz. Sugar brauche ich. Sugar habe ich gar nicht. Nee, warte mal hier. Doch, Sugar habe ich auch. Ist mein Inventar aber voll. Warum ist mein Inventar so klein? Kiste, Kiste, Kiste. First World Problems, ne? So, den Seaweed packe ich erstmal weg, ist egal. Dann, das kann ich hier erstmal mit rein, dann habe ich ein bisschen Platz. Käse habe ich rausgenommen, die Eier nehme ich mal raus, falls ich große brauche. Prime Meat. Wir gucken mal. Milk, normale Milk brauche ich, okay. Das heißt, ich muss sie doch verbrauchen, Mist. Okay, ein Brot kann ich herstellen. Dafür brauche ich dann Brot, okay. Toast. Ich weiß gar nicht, ob ich zwei davon habe. Davon machen wir mal zwei. Da brauchen wir Meat und Mangrovensticks brauchen wir dafür, okay. Okay, das haben wir. Cabbage habe ich leider nicht. Das ist das, was mir fehlt, was ich gerne hätte. Quiche machen wir erstmal zwei. Ich mache erstmal von allem nur zwei. Pockets full. Die Pockets sind full. Ach, Toast habe ich mehr als genug. Brot habe ich auch schon. Quiche. Pasty. So, wer stehen geblieben? Korn. Nee, Sausage Roll. Oh, Sausage Roll ist natürlich auch nice. Fruit Salad müsste ich eigentlich haben. Garden Salad brauche ich. Cabbage, toll. Fish and Chips ist auch ziemlich nice. Hearty Stew. Hatte ich, glaube ich, noch. Ich mache mal zwei. Da fehlt mir halt der Pumpkin, ne? Der kommt aber bald, hoffe ich. Chicken Eggs gehen langsam aus. Pavlova kann ich nicht wegen Fruit Salad. Dann stellen wir noch Fruit Salad her. Oh, Pockets sind schon wieder voll. Nein! Mach das nicht! Sausage Roll, Fish and Chips, Hearty Stew. Ja, Fruit Salad lassen wir mal drin. Ich brauche eine extra Kiste jetzt hier fürs Essen langsam. Mach mal vier. Weil Obst habe ich eigentlich ziemlich viel. Okay. Meat on a Stick und das muss ich noch machen. Das heißt, wir brauchen gerade Mangrovensticks bei Holz. Müsste ich mir vielleicht doch mal drüben mit reinpacken beim Kochen. Dann haben wir noch ein bisschen was fertig gemacht. Ah, der Korn ist fast alle. Ich brauche eigentlich viel mehr Korn. Ich muss echt mal ein Riesenfeld mit Korn machen. Einfach damit ich genug für die Futtertröge habe und dann zum Kochen ohne. Ne? Hier fehlt Pumpkin. Also Pumpkin fehlt uns noch und Cabbage. Wenn wir die beiden Sachen haben, können wir alles kochen. Ich weiß noch nicht, ob es noch mehr Rezepte gibt. Normalerweise müsste es noch mehr Rezepte geben, glaube ich. Würde ich jetzt mal pauschal behaupten. Drumstick habe ich noch einen. Brauchte ich nicht irgendwo zwei? Nee, ne? Nee. Gut, dann lassen wir das erstmal. Das muss reichen. Wir haben jetzt alles gekocht. Mehr oder weniger. Wir haben keinen Platz hier, ne? Mist, ich brauche für gekochte Sachen eine extra Kiste. Das funktioniert nicht. Habe ich eine Kiste hier? Ja. Kein Platz im Inventar. Toll. Mach die Sticks mal gerade zurück. Das heißt, ich brauche für Essen echt eine extra Kiste jetzt. Das geht so nicht. Ich blicke hier nämlich sonst nicht mehr durch. Aber ich habe keinen Platz hier, ne? Müssen wir hier das Essen hinstellen erstmal. Das ist wieder ein Provisorium. Nicht schön, weil es nicht komplett ist, aber was soll ich machen? So. Damit ich einfach die Sachen hier habe. Das Zeug kann erstmal wieder weg. Prime Meat. Drumsticks. Flake Fleisch. Eier. Das ist alles weg. Okay, was noch?
Käse hatte ich doch übrig da. Okay. Dann Milch. Habe ich die normale Milch verbraten, ne? Ja. Flour kommt da hin. Zucker kommt da auch hin. Der Rest kommt woanders hin. Okay. Der Rest kommt hier rein. Alter, ich habe 100 Äpfel. Das geht schon. Das kann sich sehen lassen. Machen wir erstmal hier irgendwie, weiß ich nicht. Möhren, Kartoffeln, Bohnen. Das kommt dahin. Pumpkin kommt später noch dazu. Kale habe ich bisher noch gar nicht gebraucht, ne? Also muss noch irgendwas mit Kale da sein. Das packe ich da erstmal rein. Und das Essen geht jetzt hier raus. Dann kriege ich ja mal Platz. Ich brauche Platz. Das haut sonst nicht hin. Dann habe ich erstmal ein bisschen was da, falls noch jemand was haben will. Oder ich was brauche. Dann kann ich das nämlich direkt hier rausnehmen. So, Pasteten. Salat mache ich mal dahin. Das weiß ich gar nicht, was das ist hier. Okay. Ja, Garnzelle kann ich leider noch nicht. Und pack so ist egal. Da fehlen noch zwei. Ne, warte mal, das Brot habe ich auch noch hier. Pack's dahin. Ja, dann müssen wir gucken. Dann müssen wir noch ein bisschen was machen. So, dann habe ich alles zusammen. Ich muss noch kurz zwei Stumps machen, ganz schnell. Und dann ist der Tag wirklich rum. Ich bin schon wieder mega Überlänge hier. Haben wir heute mal wieder ein bisschen gekocht, ist auch okay. Oder nehme ich gerade zwei Bäume? Komm, ich nehme zwei Bäume weg, ist egal. Erledigt. Machen wir jetzt Feierabend für heute hier. Dann räumen wir das noch alles weg. Ich bin mega schnell unterwegs. Yay. Ich esse jetzt aber auch nichts mehr für die paar Meter. Ich habe auch nichts dabei, glaube ich. Ich kann nicht mal was essen. Das geht daran nicht. Ich kann nicht mal was essen. Ich habe nichts dabei. Okay, dann gucken wir wieder zurück. Die Episode ist natürlich wieder mega lang. So lang wollte ich die gar nicht machen. Das kommt, weil ich wieder so viel reinquetschen will gerade. Muss mal schauen. Denn ich muss jetzt gerade noch eine andere Aufnahme springen. Gleich. Vorher muss ich noch was anderes machen. Und dann habe ich für heute, naja, fast alles zusammen, ne? Noch nicht alles zusammen. Ich muss mal gucken, da ist noch eine Episode. Warte mal, Holz noch weg. Eine Episode Dismantle, die ich noch da reinquetschen will. Glaube ich heute, müsste. Ich denke mal. Ja, ich glaube. Das heißt, ich muss mal gucken. Warte mal, wo habe ich denn mein Zeug reingepfeffert? Hier drüben? Ja. Da habe ich mein Essen hingepfeffert. Das nehme ich mir erstmal wieder raus. Das können wir auch sehr direkt packen. Das können wir gerade noch einsammeln, weil das hier rumliegt. Und dann ist da wirklich Schicht im Schacht. So. Das kommt. Nee, dann. Doch, da ist richtig. Da kommt das rein. Und das kommt. Ja, weiß ich nicht. Dahin erstmal. Passt schon. So, ab ins Bett. Und ansonsten ist was gewesen sein. Ja, Eisen muss ich sammeln, damit wir das fertig machen können. Was war das denn? War da Krokodil unterwegs oder was? Oder was anderes? Ist auch egal. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.